Podcast mit Ellermanns Welt, präsentiert von Dello Hamburg. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ellermanns Welt. Ja, spätestens, wo Sie jetzt das Schloss gleich hier im Hintergrund sehen, wissen Sie sicherlich, wo ich mich befinde. Ich bin heute in der wunderschönen Schlossstadt bei strahlendem Sonnenschein hier in Ahrensburg. Ja, und wir werden auch gleich nochmal durch Ahrensburg ein bisschen wandern. Und ich habe natürlich auch viele Überraschungen für Sie in der Sendung vorbereitet. Unter anderem geht es um eine Zeitung und um Besucher und Tag der offenen Tür. Mehr verrate ich noch nicht. Vorher aber werde ich Ihnen musikalisch einen Leckerbissen hier servieren. Und weil es so schön sonnig ist und das mitten im Winter, da habe ich einen Titel für Sie. Ich träume nur noch von Sonne und von Meer. Denn Urlaub hier in Ahrensburg kann man natürlich auch machen. Und jetzt holen wir mal den Urlaub und den Sommer herbei. Und das im Winter. Ich träume nur noch von Sonne, von Sand und von Meer. Vom Urlaub und Zeit für uns zwei. Der Sommer ist nah und die Wahl, die ist schwer. Nachher ist mal wieder nichts frei. Ich träume nur noch von Dünen und Palmen und Strand und schau jedem Schiff hinterher. Ich träume vom Urlaub und Zeit für uns zwei. Von Sonne, von Sand und vom Meer. Hamburg, Casablanca, die Riviera, Norderney, Java, Costa Brava, Mallorca oder Hawaii, Fehmarn oder Rügen, Formentera, Istanbul, überall, wo Meer ist. Aber bloß nicht am Swimmingpool. Ich träume nur noch von Sonne, von Sand und vom Meer. Vom Urlaub und Zeit für uns zwei. Der Sommer ist nah und die Wahl, die ist schwer. Nachher ist mal wieder nichts frei. Ich träume nur noch von Dünen, von Palmen und Strand. Und schau jedem Schiff hinterher. Ich träume vom Urlaub und Zeit für uns zwei. Von Sonne, von Sand und vom Meer. Und die Sonne, die steigt und sie schweigt. Wer noch wartet, tut ihr jetzt schon leid. Sucht ihr endlich das Richtige aus. Sonst bleibst du am Ende zu Haus. Ich träume nur noch von Sonne, von Sand und von Meer. Von Urlaub und Zeit für uns zwei. Der Sommer ist nah und die Wahl, die ist schwer. Nachher ist mal wieder nichts frei. Ich träume nur noch von Dünen, von Palmen und Strand und schau jedem Schiff hinterher. Ich träume vom Urlaub und Zeit für uns zwei, von Sonne, von Sand und vom Meer. Von Sonne, von Sand und vom Meer. Von Sonne, von Sand und vom Meer. Und jetzt bin ich angekommen beim Stormanteil, genauer gesagt der Beilage des Hamburger Abendblattes. Und genauer gesagt hieß es da auch und heißt es immer noch die Ahrensburger Zeitung. Hier wird ein bisschen gejazzt mit tollen Leuten. Und der große Empfang zum 65-jährigen Jubiläum läuft auf vollen Touren. Hallo, wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Alexander Solanke. Was machen Sie hier so nettes? Wir wollen das mal zeigen unseren Fernsehzuschauern. Ja, ich simuliere hier im Grunde genommen die Arbeit eines Blattmachers. Wir simulieren den Fall, dass wir eine Nachricht im Laufe des Tages austauschen müssen. Und auf diese Art und Weise bringen wir alle unsere Leser sozusagen auf die Titelseite und geben ihnen Ausdrucke mit nach Hause. Aber die sind natürlich da nicht Motor auf der Titelseite, weil das wird den Rahmen ja sprengen wahrscheinlich. Genau, wir drucken auch nicht in unserer Druckerei in Ahrensburg hier, sondern jetzt natürlich nur auf einem Laserdrucker. Dieses Foto haben wir eben jetzt auf die Seite montiert. Wir können das Foto auch zum Beispiel rausnehmen, wenn wir lieber dieses haben wollen. Dann müssen wir die Überschrift noch tauschen.
im Alltag würden wir natürlich auch einen anderen Text dann noch texten und so lässt sich aber innerhalb von wenigen Minuten ein Thema komplett tauschen. Ist es für Sie jetzt einfacher geworden im Zeitalter, wo man alles online bekommt? Früher waren ja noch richtige Bilder geliefert worden, richtige Fotos vor zig Jahren. Das ist natürlich schon ganz bequem, dass man nicht Papierabzüge zeichnen, anzeichnen muss, in die Repro geben muss. Das erleichtert die Arbeit schon sehr, ja. Wir wollen nicht weiter stören, viel Spaß, ne? Jetzt haben wir einen Altbekannten aus der Fernsehlandschaft, das kann man ja schon sagen, sind ja laufen bei Herrn Jauch auch zu Gast, Herr Kubicki, freue mich ganz besonders. In Schleswig-Holstein sind Sie immer aktiv für die Freien Demokraten und heute hier bei der Arnsburger Zeitung, genauer gesagt beim Sturmanteil des Hamburger Abendblattes. Freut Sie das, dass Sie heute hier in Arnsburg sind? Ja, es freut mich, dass ich in Arnsburg bin. Es freut mich, dass wir heute den 65. Geburtstag der Norddeutschlands-Ausgabe des Hamburger Abendblatts feiern und der Redaktion hier in Sturmann-Arnsburg, die ja mittlerweile auch für ganz Norddeutschland verantwortlich ist. Er ist ja nicht nur ein Arbeitgeber, sondern auch ein wesentlicher Meinungsmacher im Hamburger Umland. Und deshalb ist es nicht nur eine Freude, sondern auch eine Pflicht, hier zu sein. Mal wieder dabei, Ralf Stegner. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute nach Arnsburg gekommen sind. Auch viele Hamburger Freunde haben Sie sicherlich. Auch die Hamburger sind ja gerade groß im Wahlkampf. Und Sie persönlich in Schleswig-Holstein, da stehen viele Umbrüche an. Aber ich glaube, das haben Sie gut im Griff, ne? Doch, insgesamt, glaube ich, läuft es ganz gut an der Küste. Wir haben eine ordentliche Koalition mit den Grünen und dem SSW und wir sind natürlich an der Seite der Hamburger Sozialdemokraten, die jetzt im Wahlkampf sind. Und ich bin ganz sicher, dass sie ihre gute Regierungsbilanz auch gut verteidigen können. Herr Schick, Sie sind jetzt gerade in Ahrensburg, also Sie vertreten das ganze Land. Was macht hier den Kreis Sturmann so besonders aus? Ich glaube, der Kreis Sturmann ist natürlich ein besonders wirtschaftlich leistungsstarker Kreis und er auch eine große Vielfalt hat. Und insofern hat er zwar eine größere Nähe zu Hamburg, aber wir in Schleswig-Holstein wissen sehr genau, wir müssen auch einen Blick auf die Menschen haben, die am Hamburger Rand leben. Das ist eine sehr dynamische Region, hier leben ganz viele. Und viele erwarten natürlich auch, dass wir gut zusammenarbeiten mit den Hamburgern. Das tun wir auch. Hamburg ist sozusagen unser Hafen, Hamburg ist unser Flughafen. Ich habe Sie gerade in einer Talkshow gesehen, also in vielen Talkshows, und da haben Sie dann doch beschrieben, dass Sie das mit Europa ganz in Ordnung finden und dass es alles auch gut läuft. Dazu stehen Sie, glaube ich, auch persönlich. Oder ist das eine Floske, wo man einfach sagt, nach außen sagen wir das mal so, aber wir wissen alle nicht, wo der Zug hingeht mit Europa, gerade mit den Südländern? Nein, das hat ja zwei Punkte. Zum einen ist die SPD in ihrer Geschichte immer eine Europapartei gewesen. Wir wissen, dass Europa nicht nur eine Wirtschafts- und Währungsunion, sondern eine Wertegemeinschaft sein muss, wenn wir in der Welt auch uns behaupten wollen. Aber zum Zweiten gilt natürlich, Deutschland exportiert fast 2/3 in die europäischen Nachbarländer. Das heißt, unsere Arbeitsplätze hängen daran, dass es den Nachbarländern auch gut geht. Darf ich Sie mal ganz kurz stören? Hallo, hallo, hallo. Guten Tag. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Ingrid Pollmann. Ich bin aus Großhansdorf, Leserin der Arnsburger Zeitung, die mir sehr, sehr geholfen hat. Wie kommt das? Wie kommt es dazu? Das kommt, wir haben in Großhansdorf ein Schwimmbad, schon seit 20 Jahren in der Lungenklinik Großhansdorf. Und die Schwimmbad sollte geschlossen werden. Das war eine Kostenfrage, das haben aber teilweise 6.000 Kinder da schwimmen gelernt. Teilweise kommen die Mütter schon, die schwimmen gelernt haben, mit ihren Babys auf dem Arm. Und wir haben geschafft, dass auch dank der Arnsburger Zeitung der Artikel, die ich immer wieder lanciere, die immer wieder netterweise abgedruckt werden, das Schwimmbad zu erhalten. Da haben Sie der Zeitung viel zu verdanken, dass es so geklappt hat. Dass es so geklappt hat. Immer wieder schreibe ich Artikel und dann werden die auch gebracht. Und das passt auch ins Konzept auch des Hamburger Abendblatts, weil die schreiben auch immer, dass Kinder, viel zu wenig Kinder schwimmen lernen. Ich freue mich, dass wir heute hier drehen dürfen bei Ihnen und richtig viel Politprominenz, 65 Jahre sind Sie sicherlich noch nicht dabei, aber wie viele Jahre machen Sie es? Ich bin in Arnsburg jetzt hier seit 3 Jahren, bin aber seit 12 Jahren beim Abendblatt, war vorher Stellvertreter in der Hamburg-Redaktion und bin aber sehr, sehr froh hier und freue mich, weil es so richtig
Journalismus zum Anfassen ist. Man ist, hat einen nahen Kontakt zu den Leuten, ist nah bei den Lesern und das ist eigentlich das, was wir immer wollen. Im großen Bereich kann man sagen, es geht, glaube ich, hinter Lübeck gleich los und endet in Rheinbeck-Wentorf und überall erhält man die Zahlen. Welche Auflage haben Sie? Gibt es da eine Zahl drüber schon? Ja, es gibt offizielle IVW-Zahlen, die sind im Moment, glaube ich, bei ungefähr 18.000, die Auflage nur im Kreis Stormarn. Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, gestern war Nikolaus und wie gesagt, 65 Jahre auf die nächsten 65. Vielen Dank. Ich habe mich noch einmal aufgemacht zum wunderschönen Schloss hier in Ahrensburg und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Nun ade, nun wird es Zeit zu gehen und das serviere ich Ihnen hier vom Schloss auch nochmal musikalisch. Bis nächsten Sonntag, 21.15 Uhr. Ich zähle auf Sie, Ihr Andreas Ellermann. Gute Nacht, ihr Lieder, gute Nacht, ihr Melodie. Nun ade, nun wird es Zeit zu gehen. Doch wir haben in den paar Stunden uns als Freunde schon gefunden und ich weiß, dass wir uns wiedersehen. Gute Nacht, ihr Sänger, Musikanten, sagt ade. Jeder Abschied tut ein bisschen weh. Doch Musik verbindet Freunde überall und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Kommt der Abend, kommen die Freunde und die fühlen sich wie zu Haus. Einer spielt auf der Gitarre, einer packt die alte Fiedel aus. Manches Lied klingt in der Runde, wo man fröhlich lacht und singt. Doch dann ist sie da, die Stunde, wo die letzte Melodie erklingt. Gute Nacht, ihr Lieder, gute Nacht, ihr Melodie. Nun ade, nun wird es Zeit zu gehen. Doch wir haben in den paar Stunden uns als Freunde schon gefunden und ich weiß, dass wir uns wiedersehen. Gute Nacht, ihr Sänger, Musikanten, sagt ade. Jeder Abschied tut ein bisschen weh. Doch Musik verbindet Freunde überall und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Doch Musik verbindet Freunde überall und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ellermanns Welt, präsentiert von Dello Hamburg.